Waspo Hannover gegen die Wasserfreunde Spandau 04. Dazu musste man eigentlich nicht mehr viel sagen. Hier trat das Beste an, was der deutsche Wasserball momentan zu bieten hat. Also Partyhütchen, Badekappen auf und los ging's. Spandau in den dunklen Badekappen mit der besseren Anfangsphase. Moritz Oeller mit dem ersten Treffer der Partie. Beide Teams gingen hier topfit ins Spiel. Nur bei Spandau fehlte Tobias Preuß. Im vergangenen Ligaspiel gegen Waspo brach er sich die Hand. Von hier auch nochmal gute Besserung. Seine Mannschaftskameraden kamen aber auch ohne ihn ganz gut klar. Erst traf Marin Restovic zum 2:0, bevor wieder Moritz Oeller zum 3:0 aus Gästesicht einnetzte. Das hatten sich die Seehafer-Jungs wohl ganz anders vorgestellt. Aber danach gab es auch für sie mal eine Gelegenheit per 5 Meter, um wieder heranzukommen. Benze Todd griff zu, drin das Ding, 1:3 aus Sicht der Niedersachsen. Und dann mal eine Überzahlsituation. Diese galt es zu nutzen, denn das waren die Knackpunkte, an denen sich das Spiel entscheiden konnte. Marte Balatoni hatte das verinnerlicht und brachte sein Team auf einen Zähler ran, 2:3 aus Waspo-Sicht. Diese witterten nun ihre Chance. Die bekamen sie erneut per 5 Meter. Balatoni legte also noch einen Zähler drauf und da war wieder alles ausgeglichen. 3:3. In der laufenden Saison trafen die beiden Wasserballriesen bereits dreimal aufeinander. Zweimal gewann Spandau und in Hannover teilte man sich die Punkte. Genauso knapp ging es hier also zur Sache. Der Pausenstand dementsprechend 4:4. Der zweite Durchgang erinnerte dann ein wenig an den ersten, denn auch nach dem Seitenwechsel zog Spandau davon. Erik Miers markierte hier das 7:5 für den Rekordpokalsieger und dann, ja, dann wurde es hitziger. Es ging schließlich hier um den deutschen Wasserballpokal. Peter Kovacevic diskutierte da aber ein wenig zu energisch. Die Folge, eine rote Karte für den Spandauer Trainer. Die Spreejungs aber unbeeindruckt und mit dem 8:5 durch Christian Schlahnstedt. Eine 3-Tore-Führung klang viel, aber Hannover egalisierte denselben Rückstand auch in der ersten Hälfte. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf spielte sich es dann für die Niedersachsen doch ein wenig leichter und einfacher und man kam wieder ran auf 8:9. Ausgerechnet Andreas Schlotterbeck, der Ex-Spandauer, mit dem Anschlusstreffer. Und dann waren es nur noch 20 Sekunden auf der Uhr. Waspo in Überzahl. Die beste Gelegenheit auszugleichen, dachte sich auch Benze Todd. Und drin das Ding. Spandau musste den Sekt wieder kalt stellen und die Zuschauer konnten sich auf das 5-Meter-Schießen freuen. Die Spannung zum Greifen nah und beide Kontrahenten machten sich noch einmal heiß auf die entscheidende Phase des Spiels. Danach nur noch mal die Reihenfolge festlegen und los geht's. Waspo und auch die Wasserfreunde waren natürlich erfahren und so trafen jeweils die ersten beiden Schützen. Als nächster Spandauer nun Marin Restovic und bitte rein mit der Kugel, 12:11. Dann war es mal an der Zeit, einen Ball zu halten. Teufelskerl Laszlo Baksa war der richtige Mann dafür. Vorteil Berlin. Der wurde genutzt, Matteo Tschuk mit gewohnter Härte zum 13:11. Der nächste 5 Meter konnte also schon alles entscheiden. Doch Erik Bukowski mit mehr Präzision als sein Vorgänger, 12:13 aus Waspo-Sicht. Nun Maurice Jüngling an der Reihe. Er konnte alles klar machen. Und drin, das Spiel damit beendet. Spandau holt sich den Pott. Ich bin so stolz auf mein Team, dass sie es einfach trotzdem weitergemacht haben, dass sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und einfach am Ende des Dinges dann noch im 5-Meter-Schießen gewinnen. Das ist wirklich ganz groß. Ich hatte ein bisschen Glück beim gehaltenen 5 Meter. Ich kenne Marte noch von früher, da spielten wir ein Jahr zusammen. Vielleicht konnte ich deshalb die Ecke erahnen, aber am Ende gehört da auch ein bisschen Glück dazu. And I know what is his idea. And yes, that I was lucky. Glückwunsch nach Berlin. Man kann so ein Spiel ja nur gewinnen oder verlieren. Spandau hat gewonnen, wir haben verloren. Von daher Spandau-Pokalsieger, wir leider nicht. Großes Kompliment an meine Mannschaft.
Damit geht also das Final Four aus Potsdam zu Ende mit dem alten und gleichzeitig neuen Champion Wasserfreunde Spandau 04.